Ja, erstmal war ich froh, dass ich von Anfang an spielen durfte. Ich denke, dass wir gegen guten Gegner gespielt haben. In Freiburg ist es immer schwer zu spielen, deswegen können wir mit dem 0-0 gut leben. Ich finde auch, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Auswärtsspiel abgeliefert haben, dass wir viel Ballbesitz hatten, dass wir auch einige Torchancen hatten. Mit ein bisschen Glück gehen wir da in Führung. 1-0, 2-0, das würde uns natürlich, hätte uns natürlich sehr gut getan. In der zweiten Halbzeit kommen wir eigentlich ganz ordentlich aus der Halbzeit, ich sage so bis zur 60., 65. Minute. Und ja, dann haben wir zu viele Fehler gemacht, zu viele einfache Fehler. Da ist Freiburg auch besser ins Spiel gekommen. Aber dann heißt es auch, dass man versuchen muss, die Null zu halten, egal wie. Und ich denke, das haben wir gut gemacht. Da haben wir als Mannschaft gut verteidigt. Ja, unser Ziel muss einfach sein, dass wir diese erste Halbzeit auch so die zweite Halbzeit eigentlich weiterspielen. Ich weiß gar nicht, wer den Pass spielt. Ich glaube, Gregoric hatte oder genau, irgendwer hatte den Ball. Ich wollte gerade rausgehen und ich sehe ihn hinter mir nicht. Und ich drehe mich dann um und sehe, okay, er kommt vor mich und dann muss ich wegbleiben. Wenn ich da ihm hinten in die Fersen laufe, lässt er sich fallen, dann gibt es wahrscheinlich Elfmeter und rote Karte. Deswegen wusste ich, dass wir einen guten Torwart haben. Und ja, da muss man halt auch mal ein bisschen gucken. Ja, er findet das Spielen hinten in der Abwehr ein bisschen entspannter als auf der 6. Weil auf der 6 musst du halt rundum Blick haben. Hinten in der Innenverteidigung weißt du, dass von hinten eigentlich nie einer kommen kann. Das findet er gut und er meinte, dass es eine Position ist, die man lange spielen kann. War jetzt schon früher nach hinten gerückt, hat es aber gut gemacht. Als junger Spieler arbeitet man ja darauf hin, dass man endlich mal zum Einsatz kommt. Jetzt soll er einfach dranbleiben, weiter gut trainieren, weiter hart an sich arbeiten und er wird seine Chance bekommen. Und dann musst du halt abliefern. Aber ich kann ihm nur als Tipp geben, dass er jetzt weiter hart arbeiten soll. Dass er gerade jetzt nicht weniger machen soll, nur weil er jetzt einmal in der Bundesliga ran durfte. Aber ich denke, das wird er machen. Man nimmt das schon wahr. Gerade so beim Aufwärmen, wenn man sieht, okay, die Kurve ist wieder voll. Das pusht natürlich. Im Spiel nehme ich es jetzt persönlich nicht ganz so wahr, weil ich ziemlich fokussiert bin aufs Spiel. Aber die Lautstärke hört man natürlich. Klar, gerade hier bei Heimspielen, da ist ja immer richtig was los, das pusht natürlich. Natürlich, 3 Punkte, egal wie. Hier zu Hause, das wäre natürlich top. Aber wir wissen auch, dass Leipzig ein guter Gegner ist. RB Leipzig hat eine individuelle Klasse, die ist Wahnsinn. Die haben Tempo vorne, die spielen sehr aggressiven Fußball, pressen immer wieder gerne. Und da muss man einfach von Anfang an hellwach sein, dagegen halten, auch robust sein im Zweikampf, die Zweikämpfe annehmen und versuchen einfach lange die Null zu halten. Deswegen, also wir sollten alles in die Waagschale werfen, dass wir hier 3 Punkte behalten.